Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und heute gibt es mal ein sehr, sehr merkwürdiges Video, weil sonst auf diesem Kanal ja wirklich alles live. Und zwar gibt es heute so ein kleines Nachkommentiertes Video, weil ich euch eine Geschichte erzählen muss, die einfach so behindert und so peinlich ist. Die muss einfach raus, Leute. Und zwar seht ihr im Hintergrund ein FIFA-Gameplay, ja, extrem ungewohnt. Und zwar war das ein 8:7 gegen Gaps. Das war eigentlich live. Und ja, warum es eigentlich live war, erzähle ich euch gleich. Kleiner Freeze. Auf jeden Fall sitzt Gaps auch noch neben mir. Sag mal hallo. Auf jeden Fall mache ich das Ganze ohne Facecam, weil ich einfach gerade so aufgebracht bin wegen dem Thema. Und Leute, ich bin so durch den fucking Wind. Ich habe so Adrenalin in meinem Körper. Das ist wirklich eine der krassesten Stories, die mir in letzter Zeit passiert ist. Und ihr werdet denken, die Story ist gar nicht so krass. Aber bevor es losgeht, erstmal, warum wir überhaupt FIFA gespielt haben, warum die Spieler so schnell laufen, warum sie so krasse Tore schießen und so weiter und so fort. Wir haben einfach eingestellt, dass alle Spieler wie Götter spielen, also sehr hohe Sprintgeschwindigkeit, hoher Antritt, perfekte Schüsse. Und die Torhüter haben wir eingestellt wie die letzten, keine Ahnung, letzten No-Hands. Und deswegen sind hier einfach diese 15 Tore gefallen. Und Leute, ich erzähle euch jetzt die Geschichte. Und zwar war das Ganze, wie gesagt, eigentlich mit Facecam live, damit ich dann zusammenschneiden kann. Aber Leute, was ist wohl passiert? Genau. Ich habe das Ganze aus Versehen, weil Lena gestern gelivestreamt hat, gelivestreamt auf Lenas Twitch-Account. Und als ich das danach gemerkt habe, habe ich wirklich so eine fucking Angst gehabt, Leute. Ihr glaubt nicht, was ich für eine Angst hatte, weil ihr kennt es ja, wenn man mit Kollegen so redet, man weiß, dass man das Video sowieso schneidet, man haut einfach manchmal so Sprüche raus und man haut so Sprüche raus einfach so über irgendwelche Personen oder über irgendwelche Sachen. Und dann merkt man danach einfach, scheiße, das haben gerade wirklich 100, das war irgendwie 120 Leute haben es, glaube ich, gesehen. 100 Leute haben es gerade gesehen, was du gelabert hast und du weißt gar nicht mehr, was du alles gesagt hast, Leute. Ich hatte so ein Adrenalin-Flash. Ich habe Lena angeschrien, sie muss schnell aufwachen. Aufwachen, weil die gerade gepennt und muss sich einloggen bei Twitch und diese beiden Aufnahmen da löschen. Das war so heftig, weil ich hab zwar nichts Schlimmes gesagt, habe ich dann im Nachhinein von Leuten erfahren, die den Stream geguckt haben, aber Leute, man weiß einfach gar nicht, was man gesagt hat. Vor allem, man meint ja nichts, was man sagt, so wirklich ernst, wenn man mit Kollegen redet. Und danach habe ich einfach so eine Angst gehabt. Das ist einfach krass, Leute. Aber zum Glück hat sich das Ganze jetzt erledigt, es wurde nichts Schlimmes gesagt und es wurde anscheinend auch von niemandem aufgenommen oder vielleicht schon, aber ich denke nicht, dass da jemand was hochladen wird. Auf jeden Fall, Leute, ohne Scheiß. Das ist natürlich schade um die Live-Show, weil das Game war echt richtig nice, wie ihr gerade seht. Das war einfach abnormal krass. Ich meine, 15 Tore und da war, keine Ahnung, Suarez 40 Meter Kopfball und so weiter dabei. Ist schon an sich ein heftiger Hase. Oder der Kopfball, der direkt ins Eck. Ja, den meine ich doch von Suarez. So. Ja, der war krass. Oder auch einige Schüsse, die absolut krank waren. Ja, hinter dem Torwart. Ja, ja, das war einfach teilweise zu krasse Sachen dabei. Auf jeden Fall, deswegen genießt das Gameplay. Ich weiß, es ist extrem komisch, und nachkommt dieses FIFA-Gameplay zu sehen, aber naja gut, damit ihr mal so wisst, was abgeht, Leute, ohne Scheiß. Ich hatte so eine fucking Panik. Bei mir hängt ja auch viel daran, dass sowas eigentlich nicht passieren sollte, weil Lena streamt ja auch eigentlich nicht. Und ich streame auch nicht, deswegen war Open Broadcaster das Programm, mit dem ich immer das Ganze aufnehme, die Facecam und so, eigentlich so eingestellt, dass ich nur eine Dateiausgabe bekomme. Und auf einmal wurde es jetzt so eingestellt, dass ich auf einmal live streame, Leute. Oh mein Gott, es war einfach krank. Bin jetzt recht froh, dass ich das Ganze sozusagen gut überstanden habe, weil Leute, ich hatte so einen Adrenalinschock, weil ihr wisst ja, man haut einfach manche Sprüche raus, ne? Das ist einfach krank, was man manchmal raushaut. Leute kennen meinen Humor. Ja gut, die Leute kennen deinen Humor auf jeden Fall, Gabs, aber Leute, ihr wisst ja, wie das ist und so. Ich habe richtig Panik gehabt, aber jetzt ist zum Glück alles gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, mal ein bisschen so, wie, damit ihr mal erfahrt, wie das ist, wenn Marcel mal richtig durchgeht, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und dann würde ich noch sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.